So, da wären wir. Der allererste M-Plus-Dungeon, den ich jemals laufen werde. Bong der Macht. Was mache ich hier? Ah, okay. Hier mache ich den Ding rein. Tyrannisch. 33 Minuten. Ich drücke drauf, oder? Ich mache nochmal den an. Aktivieren. Noch ein Ladescreen. Und jetzt? Einfach durch, oder wie? Okay, man muss hier rauf. Oh, ich bin zu schnell. Ich bin zu langsam. Der Tank hängt hinterher. Ich habe keine Heiltränke. Habe ich meine Heiltränke wieder verkauft? RIP. Ja, ich habe meine Heiltränke verkauft. Na gut, dann mal sehen. Wir haben 33 Minuten, aber ich hoffe, wir haben... Ich glaube, wir haben eine sehr gute Gruppe, weil ich glaube, die besteht nur aus Zuschauern, ehrlich gesagt. Okay, von denen kriege ich mal keinen Schaden. Das geht auch. Okay, was hatte dieser dicke Mob nochmal gemacht? Bruch. Der stößt mich einfach zurück. Irgendein Splitter auf dem Boden. Und der macht zerschmettern. Macht man die Mobs hier mit, die hier stehen, oder kann man hier runterspringen? Da ist die Frage. Bitte hör auf zu reden, ich habe gerade keine Zeit. Na gut. Und hier kommt das Event-Ding, ne? Hallöle. Und bei dem Mob war es, glaube ich, wir dürfen uns nicht bewegen, right? Wenn der Boden so zittert. Bitte nicht den Hochberg zerstören. Die Mobs machst du mit, okay. Okay, bei dem Zerschmetter muss ich da irgendwas machen. Klingensplitter. Was macht der Klingensplitter? Ist die Frage. So, da sind die Fässer, ne? Klingensplitter. Wo sind seine Fähigkeiten? Die werden nicht angezeigt. Klingensplitter. Okay, ist einfach ein Frontal. Der Unterkönig lässt die Knochen meines Vaters von Sklaven ausgraben? Er weiß nicht, mit welchen Mächten. Ihr habt erbarmen. Ihr habt uns schon all unser Essen geborgen. Sucht alles ab. Dieser Abschaum versteckt Rationen vor der. Okay, habe ich da noch Akku von dem oder was ist mit dem? Was ist mit dem Typ da hinten los? Der ist halt so weit weg. Die müssen wir irgendwie um die Säule pullen. Der chillt ja in sein Leben irgendwie, ne? Das Ding ist, wie viele Mobs... Also man muss auf jeden Fall viele Mobs töten, right? Geht das down. Oh oh. Was ist, wenn er das zu Ende trommelt? Ah. Und kommt einer runter. Mache ich diesen ganzen Raum mit? Da ist ja die Frage, ne? Ob man die 100% auch voll bekommt, wenn man die nicht mitmacht, da vorne. Das ist also die Sache, da muss man sich überlegen, ne? Genau.
Genau, die musst du voll kriegen, ja. Die Liste hier. Okay, hier nehmen wir alles mit. Den wahrscheinlich auch noch. Wieder so eine Splitter gewesen. Weil der ist immer, der springt weg und dann hat der random Aggro, glaube ich, ne? Und der weggesprungen ist. Der springt immer weg, wenn er, wenn man den targetet. Okay, und der hatte nämlich irgendeine Mechanik, wo er unter die Erde geht. Habe ich mal gesehen. Da habe ich aber keine Ahnung gewesen, was genau das war. Das habe ich gestern erst gesehen. Schlag des Berges ist jetzt auf mehreren Leuten, nicht mehr auf einem. Rune der Tiefe. Und Götze. Habe ich die kaputt, die Götze? Schlag des Berges. Wieder nicht auf mir. Okay, er ist einfach weg. So, da sind die Schnecken. Ich nehme die einfach mal mit. Ob wir die brauchen oder nicht. Also normal habe ich die ausgelassen, wenn ich hier in dem Time Walking drin war. Die skippt man. Okay, dann muss ich mir auf jeden Fall Kram anschauen. Oder ich zock mir doch noch einen zweiten Char und DD. Das Problem ist, als DD werde ich so viele, so Gruppen nicht finden. Ne? Das wird, glaube ich, heftig. Okay, wo kommen diese Bomben her? Runter, ne? Der wird jetzt gefressen von dem Wurm. Und der Wurm hatte, glaube ich, nur so einen Boden, ne? Den er gemacht hat. Also damals. Ne? Stinkendes Maul. Ich drehe den mal ein bisschen weg. Ich weiß nicht, wo der hinspuckt damit. Hier gehe ich einfach so rüber. Ja, ne? Und theoretisch wäre es besser gewesen, wenn ich bei dem Boss... Ich meine, bei dem Boss könnte ich auch meinen Jump aufheben. Okay, ein Loot muss ich nicht einsammeln, right? Okay, gibt es gar nicht. Nevermind. Wenn auf dem... Wenn er auf dir den Haken macht, weg. Ich muss irgendwie diese Dinge ausmachen. Also die Dialoge. Ich glaube, wenn ich die... jedes Mal wieder höre, sage ich mal. Dann würde mich, glaube ich, verrückt machen. Muss ich die noch mitnehmen? Nee, ne, weil wir haben noch 2%. Und die werden hier rechts und links. Verzeihung, ich muss euch hier verlassen. Doch wisset, ich habe eure Taten mit Stolz verfolgt. Die kommen mit zum Boss, die hier oben. Also die wir gerade stehen gelassen haben, kommen wir zum Boss. Naja,
Dann. Ah, nur die unten. Okay. Die da unten wollte ich so oder so mitnehmen. So, und der hatte, glaube ich, diese dicke Halsstacheln. Die sind aber nicht auf mir. Magma-Former. Müssen wir da Target swappen? Stacheln. Und den soll ich normalerweise auch eher sidesteppen, ne? Und den Kram da mach. Cool. Und ich habe so eine Stücke bekommen. Plus 3 aufgewertet. Holy. Vielen lieben Dank. Ich nehme es gerne. Oh mein Gott. Was war das? Funken der Schlappen. Schatten irgendwas. Geil, vielen Dank für den Hals auf jeden Fall. Oh, warte mal, jetzt kann ich das machen, ne? Dank euch ist die Macht des wahnsinnigen Königs Darko gebrochen. Nun erfordern andere Familienangelegenheiten. Jo, vielen Dank für den Run. Danke fürs Mitkommen. Lebt wohl.